Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mass Effect 3. Wir sind zumindest mal in der Nähe vom Shuttle, allerdings werden wir hier schon wieder von dem Reaper genervt. Eins, zwei, drei. So, was haben wir denn hier? Halten Sie nach Ihren schweren Waffen Ausschau. Ah, die Kane. Nett. Oh, dieses Geruckel, ey. Das geht mir bei Spielen so unglaublich auf den Sack, wenn du nicht anschließend zielen kannst, weil irgendwas dein Sichtfeld oder so behindert. Du kannst weg. Du kannst weg. Und wir rücken dann immer weiter vor. Zack. Zack. Es wird doch. So, hier liegt mir eine Muni rum. Jawoll. So. Das ist notwendig. Los jetzt! Feuern Sie dem Ding direkt in den Hals! Hat wohl was gebracht. Endlich. Das war's. Letztes Geschütz außer Gefecht. Alle Hammer-Teams. Bereit machen zur Landung. Ist da jemand? Komm! Wir brauchen eine Exfiltration! So, die werden schon mal weg. Eins, zwei, drei. Du kannst auch noch mal weg. Ebenso du. Du vielleicht auch noch. Und dann legen wir hier mal weiter zu. Ladida. Fresst meine Kugeln. Okay, danke. Ich räume mir mal gerade ein bisschen frei. Läuft. Ach du Kacke. Du musst doch hier erst noch was wegballern. Sie müssen sich beeilen! Go, go! Bringen Sie uns raus, Corporal! Sind Sie okay? Ich lebe noch. Zweifellos, Commander. Anderson! Ich wusste, Sie enttäuschen mich nicht, Shepard. Ihr Vertrauen irrt mich. Sie haben es sich verdient. Wie sieht's aus? Die schwere Luftabwehr ist erledigt. Hammer kann lang. Und keinen Augenblick zu früh. Der Rest des Widerstands hält eine vorgeschobene Operationsbasis. Aber die Reaper schlagen bereits zurück. Nach dem Sammeln liegt der Kampf in den Händen von Hammer.
Muss schlimm gewesen sein, abgeschnitten von der Allianz. Es war vom ersten Tag an sehr riskant. Aber als klar war, dass die Reaper sich auf die Zentren konzentrieren, konnten wir direkten Kontakt besser vermeiden. Bis London. Ja. Wir hielten uns so lange wie möglich. Haben Späher geschickt. Diese Planung hat viele Leben gekostet. Aber mit Männern wie Major Coates, dem Wissen, dass Hilfe kommt, hielten wir durch. Ohne sie und ihren Widerstand hätten wir keine Chance. Ja, der Admiral ist bescheiden. Ohne ihn wäre hier niemand mehr am Leben. Heben wir uns die Orden für später auf. Dieser Kampf fängt gerade erst an. Und Hammer sollte dafür bereit sein. Sie standen anfangs nicht zusammen, aber jetzt werden sie Seite an Seite den Sieg holen. Gut. Genau das brauchen wir auch. Wir holen den Sieg, Anderson. Ich bin in London geboren. Wirklich? Die gesamte Galaxie vereint. Schade, dass dazu die Reaper notwendig waren. Das haben wir dem Commander zu verdanken. Genau das habe ich gemeint. Ich weiß, Sie wollten nicht gehen, Shepard. Und niemand hätte erreicht, was Ihnen gelungen ist. Es tut gut, zurück zu sein. Da ist die VOB. Sieht gut aus. Geben Sie Hammer die Freigabe. Admiral, wir haben dort eine Befehlszentrale eingerichtet. Anscheinend kommen immer noch Gruppen rein. Ja, Sir, aber nicht so viele wie erhofft. Kommen Sie, wenn Sie bereit sind, Shepard. Mach ich. Ich dachte auch, es wären inzwischen mehr von Hammer da. Viele werden es nicht schaffen. Sie beide gehen vor. Ich komme nach. Die Kämpfe hier gehörten zu den schlimmsten auf dem Planeten. Es sieht schlecht aus, aber noch besteht Hoffnung. Außerdem sind Sie hier. Es wird die Truppen freuen, Sie zu sehen und Ihre Entschlossenheit stärken. Soldaten erfüllen ihre Aufgabe, egal wer neben ihnen kämpft. Sicher, sie erfüllen ihre Aufgabe. Aber wenn Sie dabei sind, kämpfen Sie härter. Das gibt Ihnen Selbstvertrauen. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, Sie sind für diese Soldaten ein Held. Sie sollten ihre Wirkung auf sie nicht unterschätzen. Ich gehe jetzt zu meinem Bataillon. Wir sehen uns in der Befehlszentrale. So. Dann schauen wir da unten gleich mal vorbei. Wahrscheinlich. Ja, ich gehe mal davon aus, wir sind dann auch diejenigen, die wieder auf die Citadel dürfen. Haben wir denn hier irgendwas zum Mitnehmen? Erstmal nicht. Wir sind auch, ja, wir haben auch keine Waffen. Gehen wir mal nach unten. Sieht ganz gut aus, James. Hey, Commander. Was? Nicht Loco? Tut mir leid. Alles okay? Ich weiß nicht, was ich von der Rückkehr zur Erde erwartet habe. Ich war bereit für den Kampf oder den Tod, falls nötig, aber wo ich das alles so sehe... Wir machen mit den Reapern genau dasselbe. Wir tun ihnen weh.
Aber konzentrieren Sie sich, sonst ist der Kampf vor dem ersten Schlag verloren. Ich weiß ja. Sie haben recht. Das ist es jetzt also, ja? Ein Vorstoß noch. Ein letzter Kampf. Nicht zwingend unser letzter. Es war eine Ehre, unter Ihnen zu dienen, Shepard. Sie sind wirklich ein großartiger Soldat. Danke. Was immer heute auch geschieht, ich werde stolz auf Sie sein. Das bedeutet mir viel, Sir. Hey, viel Glück da draußen, Loco. So, dann machen wir hier nochmal allen Mut. Das kriegen wir schon hin. Ausgesprochen? Positiv. Die reitende Verzögerung der nächsten Welle von Hammer. Die bringen uns da draußen um. Wir haben keine Wahl. Verzögerung negativ. Rate zur Klärung der Lage, aber Hammer läuft ab wie geplant. Ende. Klingt ja nicht so gut. Ashley? Ja. Shepard? Soweit alles in Ordnung? Unruhig. Alles hängt jetzt davon ab. Haben wir eine Chance? Es gibt Hoffnung. Sie hat uns so weit gebracht. Und Sie haben das möglich gemacht. Ihretwegen sind wir hier. Weil Leute wie Sie mir immer aufgeholfen haben, wenn ich gestolpert bin. Sie haben mich unzählige Male gerettet. Fast so oft, wie Sie mich gerettet haben, großer Held. So sieht das Ende immer aus. Unser Treffen auf Eden Prime scheint 1000 Jahre her zu sein. Es ist so viel passiert. Schwer zu sagen, wie wir hierher kamen. Sie sind eine Überlebenskünstlerin. Hoffentlich stimmt das. Es stimmt. Sie sind eine gute Soldatin. Ein Spectre. Gut, dass Sie da sind. Danke, Commander. Okay. Noch einen Hügel, Lieutenant Commander. Bereit? Aye, aye, Captain. Bereit. Kriegen wir hin. Ja, Commander. Möchten Sie jemand Bestimmten erreichen? Steve Cortez. Moment, ich verbinde Sie. Commander, Sie haben es geschafft. Freut mich, dass das auch für Sie gilt, Cortez. Ich will auf meinen Piloten nicht verzichten. Dafür entschuldige ich mich. Es wurde zu heiß und ich musste weg. Ich dachte, ich drehe noch eine Runde und komme dann zurück. Naja, es war keine meiner Glanzleistungen. Mit meiner alten Trident hätte die Sache anders ausgesehen. Wichtig ist, dass wir das Flakgeschütz ausgeschaltet haben. Absolut. Und jetzt sind die Reaper dran. Das ist der Plan. Wir schaffen das. Zum Glück bin ich dabei. Und Commander, danke, dass Sie mir den Glauben zurückgegeben haben. Sonst, es hilft, wenn man wieder einen Sinn im Leben sieht. Wachsam bleiben, Cortez. Jawohl, Sir. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Jack. Moment, ich verbinde Sie. Shepard, sind Sie das? Jack, wie geht's Ihren Jungs? Gut bis jetzt. Wir sind ein wenig südlich von Ihrer Position. Rodriguez hat einen dieser Batarianer-Dinger tatsächlich den kleinen Schulterkopf abgerissen. Es war großartig. Wir sehen uns dann auf der anderen Seite. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Shepard. Lassen Sie es krachen. Sie auch. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Said Massani. Moment, ich verbinde Sie. Ich dachte schon, Sie würden es nicht schaffen, Shepard. Zum Glück habe ich mich geirrt. Bei Ihnen alles okay, Said? Ja, ja. Hoffentlich haben Sie eine richtig gute Ansprache, die alle motiviert. Die könnten wir brauchen. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Wenn wir es jetzt nicht beenden, wird es noch schlimmer. Was Sie nicht sagen. Irgendwie fühlt es sich gar nicht wie ein richtiger Bodenkrieg an, wenn die Gegner größer sind als verdammte Wolkenkratzer. Aber es bringt nichts, darüber zu reden. Ich bin einsatzbereit, wenn Sie es sind. Zerlegen wir die Schweinehunde.
Kann ich sie sonst noch mit jemandem verbinden? Grant. Moment, ich verbinde sie. Höchste Zeit, dass Sie kommen, Shepard. Ich will dieses Ding schließlich nicht ganz alleine gewinnen. Schön, Sie wieder in Aktion zu sehen, Grant. Das hätte ich nicht verpassen wollen. Shepard? Ja? Danke, dass Sie mich aus dem Tank geholt haben. Kein Problem, Grant. Es war mir eine Ehre. Mir auch, Shepard. Okay, Grant, Ende. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Jacob Taylor. Moment, ich verbinde Sie. Shepard, sind Sie das? Jacob, halten Sie durch. Wir machen Sie fertig. Trifft's eher. Meine Abschussquote explodiert geradezu. Wenn es vorbei ist, vergleichen wir die Kerben. In Ordnung. In Rio gibt es diese tolle kleine Bar. Da müssen wir unbedingt hin. Ich nehme Sie beim Wort. Heizen Sie ihnen ein, Jacob. Jawohl, Sir. Shepard, Ende. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Miranda Lawson. Moment, ich verbinde Sie. Commander, hoffentlich haben Sie nichts dagegen, dass ich Ihre kleine Party störe. Überhaupt nicht. Geht's besser? Viel besser. Die Lametta-Träger der Allianz haben mein Hilfsangebot nur zögernd angenommen. Aber sie können nicht wählerisch sein. Freut mich, dass Sie dabei sind. Shepard, ich möchte mich verabschieden. Verabschieden? Sollten wir tatsächlich beide überleben, wird alles anders sein. Natürlich wird es das. Aber wir machen die Bedingungen. Bis jetzt sind wir immer weggelaufen. Das muss aufhören. Ich verstehe. Das ist kein Abschied. Sie müssen daran glauben, dass es nicht vorbei ist. Wenn Sie das sagen? Okay, es ist nicht vorbei. Gut. Und Miranda? Ja. Vorsichtig sein. Sie auch, Shepard. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Ich bin fertig. Jawohl, Sir. Gut, haben wir nochmal mit unseren Leuten gesprochen. Unseren alten Crewmitgliedern. Dann gehen wir mal weiter. Wir müssen noch da. Okay, dann gehen wir erstmal da hoch. Gucken wir hier unten noch irgendjemand, mit dem wir reden können. Nö, erstmal nicht. Hier haben wir noch Muni. Brauchen wir allerdings nicht. Ich möchte, dass Sie die Koordination mit der Allianz übernehmen. Die logistischen Probleme müssen gelöst werden. Jawohl, Sir. Allerdings wollen die Kroganer keine Vorräte mit uns teilen. Rex macht nur auf unnahbar. Sagen Sie ihm, ich hätte eine Kiste mit Denoria-Bier, die ich gern mit ihm teile. Das dürfte seine Aufmerksamkeit wecken. Shepard, das ist dann wohl... Wie in alten Zeiten? Vielleicht sagen wir das jetzt zum letzten Mal. Denken Sie, wir verlieren? Nein. Wir befördern die Reaper zurück in das schwarze Loch, aus dem sie gekrochen kamen. Und dann setzen wir uns irgendwo in den Tropen zur Ruhe und leben von den Tantiemen der Videos. Was soll ich dort mit meiner Zeit anfangen? Ginge Ihnen genauso. Autogramme geben? Noch haben wir nicht gewonnen. James hat gesagt, auf der Erde gibt es ein altes Sprichwort. Sei im Himmel eine halbe Stunde, bevor der Teufel von deinem Tod erfährt. Ich weiß nicht, ob Turianer und Menschen denselben Himmel haben. Aber falls wir beide dort enden sollten, ich bin an der Bar. Drinks auf mich. Wir sind ein Team. Shepard ohne Vakarian geht nicht. Also ducken Sie sich, wenn's sein muss. Das können Turianer nicht. Ich werde improvisieren. Und Shepard, verzeihen Sie die Insubordination, aber Ihr Freund hat einen Befehl für Sie. Schicken Sie sie in die Hölle. Dafür wurden Sie geboren. Mach ich.
So, weiter geht's. Wir haben Feinde im Einsatzgebiet. Alles geschützt. Okay, erledigen wir. Wir kommen hier nicht großartig weit, blöde Viecher. So, ich will doch mal schnell weg. Denn da? So, es ist Ruhe eingekehrt. Dann würde ich sagen, wir beenden die Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.